Oh, was ist das für eine Scheiße? Pech gehabt, Speedy. Du musst dir den Staub von den Klamotten klopfen und wieder in den Sattel steigen. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Im letzten Part sind wir hier zum letzten Event an diesem Standort gefahren. Da machen wir jetzt auch direkt weiter. Und zwar ein B-Rennen in der Innenstadt. Für 3000 Belohnung ohne Startgeld. Mit dem Civic natürlich. Ubi nehmen wir jetzt nicht nochmal als Gegner, der war ganz schön stark und ist nach wie vor auch sehr stark. Justicia. Komm, ich glaube, gegen die haben wir noch nie gewettet. Machen wir mal. Und dann ist der Tag ja eigentlich schon fast rum. Ein, zwei Events gibt's noch und dann war's das schon. Guter Start. Zwei Runden, okay. Lasst mich doch mal vorbei. Ihr seid doch viel langsamer als ich. Lasst mich hier durch. Ja, nicht nur das, sondern noch mehr. Verfolgen das Zielfahrzeug. Yo. Die wollen die Jagd wohl in die Luft verlegen. Ja, ja. Das war echt scheiße gerade alles, was ich hier gemacht habe. Jetzt nochmal alles geben hier. Niemals. Nein, was war das jetzt noch für... Oh, was war das für ein dämlicher Fehler? Oh! Mann, das liegt gerade so gut. So, Platz da. Sehr gut genommen. Mann, lass mich vorbei, bitte. Ich glaube, ich ramme dich einfach in der Luft weg. Schade, hat nicht ganz geklappt. Ja, warum nicht? Vielleicht hast du ja Cash da drinnen.
So, jetzt nicht nochmal so einen dämlichen Fehler hier machen. Oh oh, gib Gas, los, komm zu weg. Sehr gut. Da wir sind jetzt schon wieder bei 4,5. Oh Mann. Ich werde abhauen. Hey, Schnappschuss. Schlecht. Verlassen bitte, ja. Ja. Warte. Next Event nämlich. Das sind aber nur Takeover-Übungen hier, ne? Warum sind hier so viele Übungsfahrten? Sehe ich nicht. Okay, da ist noch ein B-Event. Hier ist ein A-Event. Dann fahren wir erstmal zum B-Event. 500 Startgeld für gerade mal 1250. Drift-Event. Ein B-Fahrzeug war toll. Ah, Mist, da kann man gar nicht hochfahren. Ich glaube, ich habe gleich ein Problem. Ich habe nämlich 31 auf dem Konto. 31.000. Oh, Alter, was geht denn jetzt ab? Das ist ja blöd. Straßensperre wird eingesetzt. Ich verfolge jetzt 2440 Zentrale. Ich verfolge jetzt 2440 Zentrale. Und ich bin schon weg. Weil ich versuch's zumindest. Alter. Shit, da hätte ich rausgebusst. Jetzt habe ich hier wieder so einen Kopf am Arsch. Straßensperre in Position. Verdammt, wir sind entkommen! Verdammt, Zielperson in Lake Virgil verloren. Was stimmt mit dem Laser nicht? Verdammt, wir sind im... Weißt du was? Ich beende das hier und jetzt. Nervig. Querfeld ein? Kannst du haben, Arschloch.
schicken die Kavallerie. Es gibt gleich eine Verstärkung. Zentrale, wir sind auf dem Freeway und nicht dran. Bleib dran, Verstärkung ist gleich da. Zentrale hier, Straßensperre bereit. Und eben gerannt. Oh, oh. Wie viele Cops? Oh, what? Das war aber nix. Nagelband voraus, das sollte sie aufhalten. Dann umfahren wir das einfach. Bleib dran, Unterstützung ist unterwegs. Was, es gibt noch was höheres als Stufe 5? Eine Karre und wir kriegen sie nicht. Zielperson hat uns auf Rose Hill Drive abgeschüttet. Such überall und finde das Arschloch. Eine Karre und wir kriegen sie nicht. Zentrale hier. Nehme die Verfolgung von. Ach Mann, das ist alles gerade extrem nervig. Ich werde die Cops einfach nicht los. So, jetzt bitte weg. Haut einfach ab. Ich hab keinen Bock auf euch. No! Aussieht, ne?
Okay. Ja. Drift Event. Endlich mal starten hier. Nehmen wir natürlich wieder den Plymouth und gehen auch die maximale Wette ein. Und mit dem sollte das kein Problem sein. Aber dieses Drift-Event hatten wir doch schon mal mit unserem Civic gemacht, oder? Sehe ich das gerade falsch? Ich glaube schon, ja. War doch gar nicht so einfach. Ich krieg den Fünfer-Multiplikator gar nicht hin. Ja, das starten wir nochmal neu, das schaffen wir besser. Ein Neustart bitte. Ich glaube, der B-Drift-Karre müssen wir auch noch ein bisschen mehr Leistung geben. Ja, siehst du, da haben wir es doch. Aber ein bisschen dumm von mir. Der braucht einfach ein bisschen mehr Leistung, damit ich mit dem besser klarkomme. So, ein Event machen wir noch. Das ist auch das letzte für diesen Tag. Und dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Part. Ach ne, wir sind ja Stufe 5, war. Oh Mist. Okay, das könnte ein großes Problem werden. Das Ganze zu beenden. Wir haben alles mobilisiert. Dieser Racer wird es noch bereuen,
sich mit uns anzulegen. Ich höre die Lage von oben. Nicht gut, ey. Mist! Das war für uns! Wir können das nicht mehr lange durchhalten. Team, Sie sind entwischt! Zentrale hier. Ziel. Verfolge wieder! Ich Idiot. Gut, alles klar. Also das schaffen wir doch nicht mehr in dem Part. Alter, dein Ernst? Nein, nein. Nein, nein! Oh, was ist das für eine Scheiße? Pech gehabt, Speedy. Du musst dir den Staub von den Klamotten klopfen und wieder in den Sattel steigen. Da draußen gibt's genug Geld zu verdienen. Ist doch nicht euer Scheiß ernst! Alter, alles umsonst gesammelt! Tut Jasmine in der Quali selbst an? Oder überlässt sie das ihrer Crew? Keine Ahnung, aber anscheinend scheut sie keine Herausforderung. Mal sehen, ob sie selbst antritt. So oder so, ich kotz ab, ey. Oh Mann. Okay, gut. Dann war's das jetzt auch. Dann mache ich jetzt erstmal eine Pause. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und hey, Speedy, wenn ihr denn wollt, das Auto sieht gut aus für die Quali. Aber wenn du ganz vorn mithalten willst, sehen wir uns im nächsten Part sein. Von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Wie ihr mögt. Vielen Dank. Haut da rein.